So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Visage. Ja, beim letzten Mal haben wir ja die Spiegel 1, 2 und 3 insgesamt von Dolores geschafft, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, jetzt ist Nummer 4 dran. Und da ich ja nicht klar kam, hatte ich mich belesen gehabt. Und ja, versuchen wir einfach mal jetzt weiterzukommen. Das heißt, das nächste, was wir benötigen, wäre dann in den Schlafzimmer der Eltern, wo man ein Bild von der Wand schlagen muss. Jetzt weiß ich nur natürlich nicht genau, was das Schlafzimmer bei den Eltern sein soll. Ah, okay. Gut, das muss ich mal kurz notieren. Kurz notieren ist gut. Ich mache mal einen Screenshot, oder? Ja, schwer zu sagen. Okay, dann sagen wir Frau mit Schleier ist rechts. In der Mitte ist Skelett mit eingeschlagener Schädel. Und links ist überwucherter Schädel oder so. So. Denn das brauchen wir jetzt wohl gleich, denn jetzt kommt dieses Bilderrätsel, wo ich gesagt habe, dass ich mir das Leben außersehen schwerer gemacht habe. Okay, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier rein. Dachte ich, ja. Ich habe auch natürlich nicht komplett alles durchgelesen, das wäre langweilig. Nur ganz grob, wo ich hin muss. Oh Gott, das funktioniert nicht. So, und ich muss jetzt, glaube ich, die Bilder in der Reihenfolge aufhängen, wie ich sie gesehen habe. So, da haben wir doch die Frau mit dem Schleier. Ach so, da muss ich erst wieder was ablegen. Steuerung sei mir willkommen. Rechts lagern. So. Kann ich sie jetzt aufheben? Okay. So, das Bild hatten wir rechts gesehen. Nee, ich wollte es bloß dahin haben. Nein, das. Ach, okay, das macht er von alleine. Gut. In der Mitte war der eingeschlagene Schädel. Und links war dieser, ich hab's genannt, überwucherte Schädel. Könnte das der überwucherte? Das ist der überwucherte Schädel. Okay, und jetzt brauchen wir noch den eingeschlagenen Schädel. Wenn ich bedenke, wie viel Zeit ich hierfür verwendet habe, um es mir eigentlich schwerer zu machen. Nein, das ist es nicht. Kann mir das. Aha, er hat's mit der anderen Hand aufgenommen, als ich erwartet habe. So, nehmen wir bitte wieder den Hammer. Nein. Nee. Auch nicht. Auch nicht. Siehst, man bräuchte vielleicht noch von woanders ein Bild. Nein. Schwer zu erkennen, was das ist. Das könnte sein, oder? Nee, das ist es, alles klar. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich es mir gedacht habe. So, im perfekten Moment eine Axt zu kriegen.
Ah, okay. War also richtig. Cool. So, kleiner Moment. Ich hätte gerne mein Feuerzeug wieder in der rechten Hand. Rechts aufnehmen. Yeah. Ich darf nur nicht mit dem falschen aus mir. Okay. Gut. Wie das ist ihr Schatten oder und sie schwebt da oben? Klar, tun wir gedankenlos draufklicken. Infusionsbeutel fehlt. Okay. War's das jetzt? Infusionsbeutel fehlt. Habe ich sowas im Inventar zufällig? Ist das einer? Ja, das ist einer. Achso, den muss man bestimmt dann wieder in der Hand haben. Also bei dem Spiel immer so ein bisschen. So, kann ich den jetzt wichtigen Gegenstand verwenden? Okay. Okay. Tja, da haben wir anscheinend noch was fürs Mobile. So, wenn ich mich richtig erinnere, war das nächste, dass man ihr den Tee bringen soll. Den haben wir aber noch nicht. Aber ich habe gelesen, er muss irgendwo auf dem Dachboden sein. Da beim Schaukelstuhl. So gequasselt. Ja, mir geht's nicht gut, ich bin im Dunkeln, ich weiß. Ist die Lampe eigentlich an? Geht die Lampe an? Offenbar nicht. Ja, jetzt die Frage, wie kommen wir auf den Dachboden hoch? Ich glaube. Das war einfach hier hoch und dann mit diesem Greifhaken, ne? Oh ja. Kommt, lasst uns gedankenlos in die Dunkelheit stapfen. Ist hier irgendwo ein Platz für eine Kerze? Ja, hier ist eine. Gibt es noch einen besseren Platz? Natürlich nicht. Oh, das war schon wieder zu dunkel. Mann. So, mal sehen. Manchmal stellt es von allein hin, ja. Zack. Gut. Also, wir wollten auf den Dachboden hoch. Ja, ich weiß, dafür brauche ich diesen Greifhaken. Wie, ich kann ihn hier nicht verwenden. Sagen spielen, nicht rum. So. Ist lustiger, was ihr nicht hören könnt. Draußen. Zum Spiel, okay. Draußen rennen bei mir jetzt hier gerade echt Kinder rum, die immer sporadisch rumschreien. Gibt ein interessantes Gefühl, während man so ein Spiel hier spielt. So. Sonne und Tee ist verschlossen. Ach ja, aber sie hat mir ja den Schlüssel gegeben, ne? Deswegen, kann ja wohl nur der sein. So war das. So, bring mir Dolores mal ihren Tee und dann beten wir.
Wenn ich mich täusche, Dolores war ja in der Küche unten. Es klingelt. Das ist nicht gut, oder? Okay. Cool, aber gruselig. Nee, das muss noch. Das muss ein Spiel. Well, who the hell is that guy? Hä? Everyone who lives here is fucked up anyway. Fuck him. Let's move on. Did you see what the batshit crazy old bitch did yesterday? Oh, I know. I've seen her. Oh, shut up, you cancer-breathing microwave. No one wants to hear it from you or your toasted brain. Hey, watch it with the toasted robot. Anyway, I hear she's been walking around the house completely naked. Like a fucking whore. Trying to get some sleep here. Oh, boo-hoo! Big guy needs to sleep. By the way, you guys have been repeating the same walking around naked semi-joke for months now. I have some real news for you guys. Oh yeah? What's that, you twat? You're stuck with me. Don't you remember? I think if you'd had some news, I'd have heard it along with you. Yeah, right. You're sleeping 16 hours a day. Your sources whisper me some great stuff. Your source is my ass. You're talking about that broom. You can't trust the broom, I tell you. Oh, quit your whining, big guy. Let us hear about the news. I heard. And saddle up. It's big news. I heard that the old woman murdered her husband in cold blood. Not only that, but I heard that she plunged 7 knives in his chest and that he's sitting dead in his study room. How crazy is that? Holy fucking shit. I could have told you. Oh, that's what that smells. It's exactly right. We could have told you. Okay. Fand ich ehrlich gesagt eher amüsant. Gefällt mir, das war eine schöne Einlage. Machen wir gerade dasselbe durch wie sie. Okay. Wir wollen ihr den Tee bringen. Und ich dachte mich eigentlich zu erinnern. War sie? War es das jetzt eigentlich schon? Nee, wir mussten doch durch den Spiegel dann, ne? Ach! Wo war der denn? Da mussten wir doch wieder im Keller. Oh, hier ist noch ein ganzer Spiegel. Ah, der ist es nicht. Wie kamen wir denn in den Keller wieder? Da war doch alles zu, ne? Ah, das ist immer so schwer. Die nehmen wir erstmal mit. Kamen wir da durch zum Keller? Ja, wir kamen nicht mehr zurück. Zurück kamen wir nur durch das komische Loch da im Waschbecken oder so, ne? Glaube ich, so ungefähr war das doch. Allerdings, ganz ehrlich, wenn man die richtige Reihenfolge nicht kennt, man rennt nur in die Irre. Ich habe jetzt in 15 Minuten mehr geschafft, als ganz am Anfang ohne Plan zu haben in den ersten 45 Minuten. Hier kommen wir auch nicht mehr wieder zurück. Das war ja, glaube ich, der Witz. Genau. Hatte ich hier nicht eine Kerze hingestellt? Ich bin relativ sicher, dass ich hier eine Kerze hatte. Oder hier.
Boah. Wo war das denn? Warte mal, wir sind dahin, wo diese komische Puppe war. Nee, das war nicht hier. Das Gemeine ist, wir können hier sehr schnell... Ich glaube, das war der Spiegel, oder? Der in die Küche führt. Nee, ich glaube, da musst du keine Treppe hoch. Aber irgendwo hier war die. Okay, nein. Das ist es nicht. Hab schon erwähnt, dass die Kinder draußen auch unsichtbar sind, offenbar. Ich sehe sie nämlich nicht. Okay. War hier noch irgendwo eine? Da. Das ist der. Ja, da ist auch das Radio. Sie ist auch nicht da. Das Wasser darin ist heiß. Ich brauche beide Hände, um die Teebox dahin zu packen. Okay, gut. Sei es drum. Dann lagern wir das hier. Den Hammer lagere ich hier. Man kann keine Zweihandgegenstände lagern. Okay. Das heißt, ich muss den erstmal fallen lassen. Das ist doch unschön. Ha, jetzt klappt's auch. Mal gucken. Boah! Au! I knew it. I'll show you, you damned scoundrel, what bread you're worth. Danke. Ich hab dir gern den Tee gebracht. Ich glaube, wir durchleben das, was ihr Mann durchlebt hat. Nur die 7 Messer an der Brust, da hab ich irgendwie nicht das Bock drauf. Hat sie mich in den Ofen gesteckt? Tatsächlich. Die Olle. Mein Hammer brauche ich nicht mehr. Da muss ich das eigentlich reinpassen. Okay. Ach, hier ist mein Hammer. Mein Hammer. Ohne den mache ich nichts. So, lasst uns mal schauen, ob wir hier noch was anderes sehen. Zum Beispiel erstmal ganz nett, wieder ein Feuerzeug zu bekommen, ne? Ja, klar. So. Brecheisen? Ach Leute, jetzt weiß ich noch nicht, was ich brauche. Ja, das darf ich nicht mehr lagern, aber wir haben ein neues Mobile-Teil. Jetzt weiß ich nicht, was ich wie brauche. Deswegen, ich gehe mal kurz an einen Ort, von dem ich denke, wo ich sicher bin, hoffentlich. Und dann gucke ich mal nach. Ja. Aha. Klar. Dann gucke ich mal nach, wollte ich sagen, wo die anderen beiden Spiegel sind. Würde gleich auch mal überlegen, ob ich das Brecheisen mitnehme. Ah, da muss ich jetzt doch theoretisch einmal hin und her rennen, ne? So, da hier Sonnenlicht ist, hoffe ich jetzt mal in Sicherheit zu sein. Okay,
Ich habe mich sogar vertan, es sind ja doch noch viel, viel mehr Spiegel. Ich hatte mich schon gewundert gehabt, aber man sollte manchmal, wenn man eine Seite hat, auch dann auf Next Page klicken. Und wenn man sehen möchte, was passiert. Okay. Rausgefunden habe ich, ich brauche wirklich zuerst das Brecheisen. Den Hammer muss ich kurz mal liegen lassen. Tut mir ein bisschen weh, wenn ich ehrlich bin. Die Frage ist, ob ich das Brecheisen danach eigentlich wieder brauche. Wisst ihr was, ich lasse den Hammer mal direkt hier liegen. Dann sehe ich wenigstens wieder gut. Weil wir müssen eh gleich hierher. Nein! Warum ist der im Lagerraum verstaut? Den wollte ich doch gern dort haben. Na, das Brecheisen wohl auch. Der Lagerraum ist auch irgendwo im Keller, ne? Und wieder ein Punkt, wo ich mir sage, Mist, schwerer gemacht. Ah, hier ist der kleine Waschraum zur Not, wenn wir wieder hochfahren. Der Lagerraum. Ich liebe diese Lampe sowieso, die ist irgendwie immer aus. Der Lagerraum war da drüben, ne? Könnte ich auch wieder mal klar denken. Dankeschön. War der das? Oh, offenbar nicht. Ich dachte, der Lagerraum war hier irgendwo. Meint auch nichts durch den Fuß. Okay, wir müssen rennen. Egal wohin, wir müssen rennen. Ach, jetzt ist die Frage, wo ist der blöde Lagerraum? Wenn ich jetzt runtergehe, ist, ob dann Dolores gleich wieder da ist? Nee, das ist nur der Weg zur Garage, der ist zu. Jo, klar. Ah, das ist offenbar der Lagerraum. Okay. Brecheisen. So, jetzt. Okay. Gut, wir müssen jetzt hier hin. Ist immer blöd, wenn man die ganzen Sachen erst durch wieder zusammensuchen muss. Gut, andererseits, wenn man nicht mehr weiß, wo es liegt, ist es gut, wenn man einen Lagerraum hat, ne? So, mit dem Brecheisen können wir jetzt so Spaß haben. Wo ich immer noch der Meinung bin, dass wir dafür kein Brecheisen brauchen, aber gut. Yay, jetzt haben wir den Kompass. Wir werden auch gleich sehen, warum wir ohne den gar nicht weiterkämen. Das heißt, wir waren schon da, wo wir jetzt gleich hingehen und sind nicht weitergekommen, weil uns der fehlte. Aber ganz ehrlich, ohne Anleitung kann man hier eigentlich 10 Stunden rumrennen. Ohne irgendwas zu schaffen, so nach dem Motto. So, Shit, wohin, wohin, wohin? Das Problem ist, ich kann jetzt nicht mehr weiter rennen. Eine Sackgasse. Wow, da kommt sie, glaube ich.
Okay, war das jetzt der? Nee. Lagerraum war hier raus, nein, links. So, Moment. Links fallen lassen. Gut. Hey. Hä, ist es ein Bug? Nein, das ist. Ist ein teilweise Bug, okay. Wir suchen jetzt die Treppe, die hochführt. Genau, hier wollen wir hin. So, und hier kamen wir letztes Mal nicht weiter. Und zwar, weil uns dieser tolle Kompass fehlte. Und anscheinend kommt man nur mit denen weiter. Wir folgen jetzt einfach mal ganz genial der Nadel. Wie das ein cleverer Mensch so macht. Na, was sehen. Ja, letztens kamen wir nicht so weit. Ich weiß natürlich, wo der uns überhaupt hinführt. Cool, man kann zoomen. Okay, darum geht es jetzt allerdings nicht. Ein Friedhof mit einem hübschen Engel. Kann ich das laden? Okay. Ha. Scheint wohl wichtig zu sein. Auch wenn es kein wichtiges Inventar ist. Sehr atmosphärisch hier. Wir folgen der Kompassnadel. Ah, das nächste Plättchen. Anscheinend brauchen wir eine gewisse Menge, ehe irgendwas passiert. Ja, wer blind ist, ne? So. Ne? Das ist das nächste wieder. Irgendwie ist das aber auch richtig schön. Das ist ja so eine Fallgrube, das Grab hier. Ah, da oben. Kommen wir, gehen wir damit. Okay, irgendwie ist das komisch animiert. Wieder eine Box. Was ist denn das? Das ist. Ach, das ist ein Raumschiff. Alles klar, als Mobile-Teil. Okay.
Das war nicht mein Feuerzeug, oder? Doch, das war meins. Na gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin hier. Okay. Aber wir folgen mit unserem Freund dem Kompass. Um den zu kriegen, haben wir auch ganz schön viel tun müssen. Hier lang? Was ist das? Ach, okay. Das ist so eine Grafikmob. Wo gehen wir denn hier hin? Warum schickt der mich eigentlich nicht hier lang? Oder ist das derselbe Weg? Derselbe Weg, ne, den ich gerade gegangen war. Alles klar. Oh, ein Mausoleum. Wieder ein Blümchen? Ja, dann gucken wir mal rein. Klar gehe ich drauf zu. Komm in das Licht. Was soll schon schief gehen? Der Kompass dreht hohl. Ach, dann sind wir wieder da. Oder? Wo bin ich denn hier rausgekommen? Ah, okay. Aber es ist schon wieder das ganze Licht aus hier. Stromraum umgelegt worden sein. Ich wollte mir aber gerade eigentlich einen sicheren Ort holen. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. So, hier oben ist ja wohl Tageslicht. So, das wäre, ist eigentlich mein aktueller Lieblingsort, um mal zu speichern. Mal sehen, ob wir dürfen. Natürlich dürfen wir nicht speichern. Gut, dann würde ich sagen, wir suchen mal den Stromraum. Theoretisch kommen wir denen aber gar nicht rein, weil wir da den Stromraumschlüssel brauchen. Also rennen wir jetzt durch die komplette Dunkelheit und suchen den Stromraum. Du brauchst Schlüssel zum Stromraum. Gilt das als Lichtquelle hier? Das ist okay, hasst mich wieder mal. Jo, gut, das passt. Dann sage ich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Da werden wir uns den nächsten Spiegel vorknüpfen, sofern wir denn jemals den Strom wieder ankriegen. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Der Teil der Geschichte war jetzt recht spannend. Ich sage auf jeden Fall tschüss. Habt viel Spaß und mögen die Gaming-Götter gut mit euch sein. Tschüss!